Schnie, Schna, Schnetzen. Es ist Oktober und so langsam aber sicher bewegen wir uns auf Martinstag, aber auch auf Halloween zu. Da ich gerne bastle und dekoriere, habe ich mir einen Kürbis besorgt. Im Gegensatz zum Martinstag kann man ja eine ganze Menge für Halloween basteln. Und was gibt es Schöneres, als so einen Kameraden hier auszuhöhlen und ihm ein Gesicht zu verpassen? Heute wird mit Messern rumhantiert und deswegen nehmt euch bitte einen Erwachsenen dazu, der euch zur Seite steht und euch unter die Arme greift, weil Messer sind gefährlich. Wir werden heute mein Lieblingsgesicht schnitzen, was ich eigentlich jedes Jahr schnitze, aber ich finde, es wird nicht langweilig. Also, Stifte, Messer raus und los geht's! Natürlich brauchen wir fürs Kürbisschnitzen erstmal einen schönen Kürbis. Schaut doch ruhig mal auf den Bauernhöfen, die Bauern verkaufen ganz gerne ein paar Schnitzkürbisse. Den habe ich auch vom Bauernhof und der ist super geeignet. Fürs Vorzeichnen, wer es vorzeichnen möchte, braucht natürlich etwas Papier, einen Stift, eine Schere, womit ihr die Vorlage ausschneiden könnt, etwas Kleber, damit ihr das temporär auf den Kürbis kleben könnt, damit ihr es hinterher nachzeichnen könnt. Ich nehme gerne diese Schnitzsachen, die man im Euroshop oder bei Rewe oder so bekommen kann, die extra für Kürbisse gedacht sind, und so einen schönen Löffel. Ja, damit kann man alles schön auskratzen. Als Lichtquelle dienen Teelichter oder diese elektrischen Lichter, die ihr im Euroshop kaufen könnt. So, wer möchte, kann jetzt eine Skizze machen. Ich mache jetzt hier nur beispielsweise eine Skizze, wie es aussehen könnte. Ich übertrage das später per Hand auf meinen Kürbis. Das könnt ihr dann ausschneiden und auf den Kürbis übertragen. Jetzt brauchen wir aber erstmal ein Loch, damit wir überhaupt schnitzen können. Mit einem Stift malen wir uns eine großzügige Öffnung vor. Und schneiden die dann mit diesem Messer, mit diesem Sägewerkzeug für Kürbisse aus. Nehmt das Messer ein wenig schräg beim Sägen, weil wir hinterher eine Fläche brauchen, um den Deckel wieder aufzulegen. Und wenn wir den jetzt gerade einfach durchsägen, dann flutscht hinterher der Deckel einfach durch. Deswegen etwas schräg halten. So, den Deckel abziehen. Da schneiden wir uns hinterher noch zurecht. Jetzt muss dieser ganze Kram hier noch einmal ein bisschen zurechtgeschnibbelt werden, damit wir an das Innere herankommen können. Also fleißig weitersägen. Mit unserem wunderbaren Kratzlöffel lockern wir jetzt erstmal alles, was da drin ist. Also reißen das alles so ein bisschen ab. Holen uns raus und löffeln das erstmal in eine Tüte. Das brauchen wir später noch. So, jetzt schneiden wir die Spitze von unserem Deckel ab, damit der besser zu handhaben ist. Geht mit unserem Sägemesser ganz prima. Und dann haben wir eigentlich so einen schönen kleinen Deckel zurechtgemacht.
Jetzt können wir uns an das Gesicht machen. Schön vorsichtig sein. Auch mit diesem kleinen Sägemesser kann man sich schneiden. die Linien, die ihr aufgezeichnet habt, sauber nachschneiden. Wenn es ein bisschen schief wird, ist ja nicht so schlimm. Ist ja schließlich ein Halloween-Kürbis, der darf ruhig ein bisschen schief sein. Und noch ein Tipp, wenn es zu dünn ist von innen, also wenn ihr ihn richtig, richtig gut ausgehöhlt habt und das ist von innen etwas dünn geworden, drückt nicht zu dolle gegen, sondern legt von innen die Hand dagegen, damit es nicht wegbricht. Ja, und das wird jetzt alles komplett einmal ausgesägt. Wie gesagt, dieses Werkzeug, das ist super. Ich habe es früher mit normalen Messern gemacht, also mit normalen Küchenmessern. Das war eine Heidenarbeit. Später habe ich dann ein kleines Tomatenmesser genommen mit Zacken, was viel besser ging. Aber dieses Messer ist echt super. Und wie gesagt, kriegt man für kleines Geld schon im Euroshop oder auch, wie gesagt, bei Rewe oder anderen Supermärkten. Die haben das ganz gerne zum Oktober im Sortiment. Ohne jetzt Werbung machen zu wollen, aber ich bin halt echt begeistert von diesem Instrument. Ich habe das, glaube ich, schon seit 4 Jahren oder so. So, wenn alles sauber ausgeschnitten ist, müssen wir noch diese dicken Ränder von innen einmal sauber machen, beziehungsweise noch etwas weiter abschneiden. Dazu gehen wir an den Rändern einmal schräg entlang. Das heißt, wir legen das Messer schräg und gehen an den Schnittkanten innen lang. Dann haben wir eine größere Fläche hinterher, wo es rausleuchtet. Da seht ihr, ein bisschen schmaler wird das dann. So, dann machen wir den einmal schön sauber. Kratzen noch ein paar Reste raus, die da drin sein könnten. Und gucken, ob unser Deckelchen passt. Sauber gearbeitet, passt hervorragend. Ja, dann können wir ihn eigentlich schon zur Dekoration zurecht machen. Denkt ihr wahrscheinlich, jetzt ist er vollkommen durchgedreht und matscht jetzt in den Innereien des Kürbisses herum. Aber das hat einen gewissen Zweck. Ich habe dem Kürbis ja so ein schiefes Gesicht verpasst, so ein nach unten gezogener Mund. Dem Kürbis, dem war ganz fürchterlich übel und hat mir einfach mal mitten ins Wohnzimmer gereiert. Genau so. Ja, ich habe mir jetzt so ein paar Reste noch in den Mundwinkel geklebt und da kommt jetzt noch ein lustiges Auge rein. So, dann können wir die Kerzen anmachen. Nächstes Mal basteln wir wieder etwas für Halloween und zwar machen wir uns ein paar schöne Kerzen zurecht, die dann unter der Decke schweben. Wie Kerzen können die schweben? Können sie wohl, zeige ich euch. Wenn euch der Quatsch auf meinem Kanal gefällt, dann lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal und reibt mein Lämpchen für mehr Videos. Macht's gut, bis dann.